Hallo Leute, heute wollte ich euch zeigen, wie man hier diese gebrauchten Schalen auf ein neues Messer montieren kann. Das sind sogar noch alte Schalen, wenn man das richtig sieht hier. Aber ich habe die restauriert, neu weiß geworden und die sollen auf dieses spezielle Messer hier. Sieht man das? Der hier hat einen Wellenschliff auf der Klinge. Das Original wurde, glaube ich, in Europa nicht vertrieben. Ich habe es aus Kanada bekommen. In den Kommentaren, also in der Beschreibung, seht ihr auch, wie das Messer heißt. So, zur Sicherheit werde ich die gebrauchten Schalen noch verkleben. Ich nehme hier zwei Komponentenkleber von Uhu. Uhu plus Enfest. Werden 50-50 gemischt. Ich nehme hier mal irgendwas aus dem Müll. Das ist hier eine alte Batterieverpackung. Und dann kann man so Pi mal Auge. Macht man hier so zwei Hucken. So. Ich muss die auch langsam mal aufbrauchen. Ich mag das nicht so gerne, wenn der Kleber überaltert, sage ich jetzt mal. Und dann wird das einfach vermixt. Das eine ist der Kleber, das andere ist der Härter für den Kleber, dass er aushärten kann. Das schön durchmixen, lieber ein bisschen länger rühren als zu kurz. Ich habe viel zu viel Kleber angerührt. Normalerweise bastle ich dann noch irgendwas anderes damit. Ergibt sich heute nicht, aber es kostet auch nicht die Welt. So, fangen wir hiermit an. Gibt es nur einen ganz kleinen Tucken hier rein. Und ich will vermeiden, dass später der Kleber am Rand vom Messer austritt. Wir brauchen wirklich nur ein ganz bisschen hier in die Löcher von den Nieten zu machen. Lege ich es drauf. Ich gucke mal, ob ich es schon mit der Hand festkriege. Nee, sehr gut. Das ist ein gutes Zeichen, dass man es nicht mit der Hand festkriegt, weil dann hat man noch genug Spannung in den Schalen und dann kann man die gleich sogar noch klacken. Die Schalen habe ich von einem alten Messer abgemacht, indem ich das alte Messer in heißes Wasser gelegt habe. Ich nehme dann immer die Temperatur, die maximal aus meinem Wasserhahn rauskommt. Das werden so, was wird das sein, 55 Grad. Habe ich mir natürlich meine Hände angeklebt hier. Soll man drauf aufpassen, auf saubere Hände. Nicht, dass wir jetzt quasi Kleberreste an die Schalen kriegen. So, hier, so sehen die Schalen aus. Jetzt drücke ich die hier drauf. So, geht nicht, hervorragend. Jetzt positioniere ich euch mal um. Hier kommt nämlich mein Schraubstock. Und da brauchen wir jetzt ein Handtuch, was wir nicht haben. Das habe ich ja hervorragend vorbereitet. Na, ich hole kurz ein Handtuch. Und schon ist er wieder da. So, das Handtuch falte ich zweimal. Dann lege ich das hier in den Schraubstock. Dann kommt das Messer. Dann drücke ich die Schalen auf das Messer. Ich mache das Niete für Niete. So, man merkt sogar noch, dass die Schalen
noch richtig greifen. Schön vorsichtig. Nicht gut geschlossen. So, hervorragend. So, dann gucke ich, ob überall die Schalen gut anliegen. Das ist so der Fall. Ja. Könnt ihr mal gucken. Die Schalen liegen wieder gut an. Wir haben sie verklebt. Wir brauchen hier nicht irgendwie einspannen, weil es verklebt ist, sondern die Schalen halten selbstständig und der Kleber kann jetzt so austrocknen. So. Das sind meine recycelten Schalen. Ich habe im anderen Video gezeigt, wie ich die recycelt hatte. Die hatten hier ein Werbelogo. Haben wir schön abgeschliffen, neu poliert. Und jetzt können wir die quasi auf das neue Messer setzen. Wunderbar. Jetzt lasse ich zur Sicherheit noch das Ganze einen Tag austrocknen. Den Kleber trocken werden. Und dann kommt das in meine Vitrine. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.